Wird der Mund von Toten zugenäht? Hört sich jetzt erstmal nach einer krassen Frage an, ich weiß, aber wir schauen uns das Thema trotzdem heute einfach mal ein bisschen genauer an und klären, was wir Bestatter mit dem Verstorbenen so machen, dass der Mensch wieder möglichst friedlich aussieht, warum man mit dem Mund von dem Verstorbenen definitiv was machen sollte und ob der denn jetzt wirklich zugenäht wird. Und damit hallo und willkommen zum neuen Video. Die einfache Antwort auf die Frage: Ja, der Mund von Verstorbenen wird tatsächlich zugenäht. Das ist heutzutage absoluter Standard und wird von den meisten Bestattern auch so gemacht. Ist also eigentlich was Normales, was Standardmäßiges, was einem in der Berufsschule auch so beigebracht wird. Das Ganze macht man mit so einer Halbrundnadel und einem Faden. Der Mund von Verstorbenen ist so gut wie immer offen. Das liegt ganz einfach daran, dass wenn der Mensch stirbt, die Muskeln ja auch dann automatisch nicht mehr funktionieren. Es ist also auch nichts mehr da, was einen Mund geschlossen halten könnte. So klappt bei vielen der Mund nach dem Tod halt einfach auf und festigt sich dann durch die Leichenstarre, die ja so nach 2 bis 4 Stunden dann einsetzt, auch genau in dieser Position. Der Mund bleibt dann also offen. Leichenstarre ganz kurz erklärt: Es gibt ATP, Adenosintriphosphat, das ist der Weichmacher. Und ihr müsst euch das so vorstellen: Wenn ihr einen Muskel anspannt, dann könnt ihr den auch wieder entspannen, durch diesen Weichmacher eben. Wenn jetzt aber der Körper stirbt, dann wird dieses ATP nicht mehr nachproduziert. Es sind zwar noch ein paar Reste vorhanden, die werden dann aufgebraucht, aber wenn die dann halt weg sind, gibt es nichts mehr, um den Muskel wieder weich zu machen. Und deswegen festigen sich eben alle Muskeln dann halt in der Position, in der der Mensch dann auch gestorben ist. Also das Gleiche zählt dann halt auch für den Mund. Der Mund klappt auf, Muskeln erhärten sich, Leichenstarre setzt ein und dann bleibt der Mund halt erstmal offen. Kurzer Einschub in eigener Sache: Wenn euch die Videos hier gefallen, dann lasst doch sehr, sehr gerne ein Abo und ein Like da. Vielen Dank für den Support. Manchmal ist es auch so, dass die Angehörigen oder auch Heimpersonal in Altenheimen den Mund dann zubinden. Also das ist dann ja, mit einem Tuch oder so einmal hier um das Kinn, ums Kinn rum und um den Kopf. Dann bleibt der Mund natürlich zu. Und wir haben ja gelernt, durch die Leichenstarre festigt sich alles. Bedeutet, kannst du das Tuch dann halt nach 4, 5 Stunden wegtun und dann bleibt der Mund natürlich auch zu, weil die Muskeln ja dann erhärtet sind. Dass manche den Mund dann zubinden und dass dieser dann auch zu bleibt, ist ja im ersten Moment erstmal gut und lieb gemeint. Allerdings öffnen wir Bestatter den Mund halt auch wieder, um ihn sauber zu machen. Nach dem Saubermachen wird der Mund dann auch wieder verschlossen. Dass Körperöffnungen von dem Verstorbenen durch eine Naht verschlossen werden, das ist übrigens nicht nur bei dem Mund so, sondern auch bei einer Wunde vielleicht oder auch bei einem Einschnitt. Generell gibt es da verschiedene Nahttechniken. Eine davon wird eben verwendet, um den Mund zu verschließen. Man kann die Nähte, wie gesagt, aber auch in anderen Situationen brauchen. Beispielsweise, wenn jemand durch einen Unfall oder sowas sehr, sehr viele Wunden hat oder auch gewollte Einschnitte, vielleicht bei einer Einbalsamierung. Eine Technik, die sich für einen Einschnitt ganz gut eignet, ist die sogenannte Inside-Outside-Naht. Da näht man immer vom einen Wundrand zum anderen, immer weiter, deswegen Inside-Outside, also immer von innen nach außen, von Wundrand zu Wundrand, bis dann die Wunde halt verschlossen ist. Einen kleineren Einstich wiederum kann man sehr gut mit der Tabaksbeutelnaht verschließen. Da näht man dann einfach einen kleinen Kreis um den Einstich und zieht dann zu. Da zieht sich dann die Haut so zusammen und dann ist auch schon der Einstich verschlossen. Und dafür gibt es dann natürlich auch die verschiedensten Nadeln in den verschiedensten Größen und auch in den verschiedensten Ausführungen für so ziemlich jede Situation. Wie genau wir jetzt aber den Mund mit so einer Naht verschließen, das schauen wir uns dann gleich ein bisschen genauer an. Wenn wir Bestatter einen Verstorbenen versorgen, dann geht es in erster Linie mal um eine Sache: Der Mensch soll so natürlich und so friedlich wie möglich aussehen. Ganz grundsätzlich ist so eine Versorgung eigentlich ein bisschen so, wie wenn ihr am Abend auf eine Feier geht oder sowas. Da würdet ihr auch nochmal duschen. Ihr würdet vielleicht sogar auch Deo verwenden, ihr würdet euch vielleicht rasieren, was weiß ich, was man nicht alles macht, schminken vielleicht. Genau, und solche Sachen machen wir bei der Versorgung auch. Allerdings ist das halt schon noch ein bisschen umfangreicher als es bei einem Lebenden. Für diese sogenannte Versorgung kommt der Verstorbene erstmal auf unseren Versorgungstisch, den ihr hier übrigens auch im Hintergrund seht, wird dann komplett entkleidet und anschließend erstmal desinfiziert. Vorher kommen noch Pflaster, Verbände oder auch Zugänge aus dem Krankenhaus vielleicht noch weg, damit man mit der Desinfektion auch wirklich überall hinkommt. Weiter geht's mit Duschen, also Körper und Haare waschen, und dafür haben wir tatsächlich auch einfach ganz normales Shampoo aus dem DM. Also kann gut sein, dass ihr die Produkte zu Hause habt, die wir hier auch für die Verstorbenen verwenden. Der Gedanke ist eigentlich ganz schön weird, oder? Naja, ist halt einfach so. Nach dem Waschen werden dann untenrum alle Körperöffnungen mit Watte tamponiert. Dann geht es eine Etage höher zum Gesicht. Und beim Gesicht, da wird es spannend, weil das Gesicht gehört zum sogenannten Präsentationsbereich. Ein Bereich, der gerade bei einer offenen Abschiednahme, wenn sich die Angehörigen nochmal verabschieden, sehr, sehr wichtig ist,
Logisch ist es halt auch das Gesicht. Am Gesicht erkennt man dann auch einfach den Menschen. Im Gesicht wird dann alles, also Mund, Nase und auch die Augen mit Desinfektionsspray und mit Watte sauber gemacht. Und das ist tatsächlich extremst wichtig, Leute. Nicht zu unterschätzen der Punkt, weil gerade der Mund von Verstorbenen ist so gut wie immer dreckig. Also ich habe selten den Mund gesehen von einem Verstorbenen, der irgendwie sauber war. Oftmals ist sogar noch Erbrochenes im Mund oder im Rachenraum, sodass man das dann tatsächlich absaugen muss. Danach wird dann auch hier wieder mit Watte tamponiert, dass eben, falls noch was aus dem Magen hochkommen sollte, dass das eben nicht dann aus dem Mund rauskommt. Deswegen wird tamponiert und nach dem Tamponieren wird auch schon angekleidet. So. Und dann hat man also einen angekleideten, perfekt versorgten Verstorbenen vor sich liegen. Nur der Mund ist halt noch offen. Und an der Stelle drehe ich den Spieß einfach mal um. Stellt euch vor, jemand aus eurer Familie würde sterben und ihr wollt euch verabschieden. Dann kommt ihr in den Abschiedsraum, seht euren Verstorbenen, der einen weit aufgerissenen Mund hat und aus dem es dann meistens sogar noch sehr unangenehm riecht. Weil den Geruch bekommt man, auch wenn wir Desinfektionsmittel verwenden, meistens auch nicht zu 100% weg. Vielleicht will man dann der Person ja auch noch ein bisschen nahe sein, vielleicht auch nochmal einen Bussi auf die Backe geben. Und da ist es doch wesentlich angenehmer, wenn der Mund einfach natürlich geschlossen ist, fast einfach so aussieht, als würde die Person schlafen, anstatt dass der Mund halt irgendwie weit aufgerissen ist und es riecht vielleicht noch streng. Stellt euch einfach mal einen Mund vor, der ganz normal geschlossen ist. Also wie wenn ihr schlafen würdet. Ja, okay, vielleicht schlafen nicht alle von euch mit geschlossenem Mund. Ich auch nicht. Ich schlafe übrigens komplett mit aufgerissenem Mund. Also ich bin da das schlechteste Beispiel für. Aber wenn man einfach den Mund ganz normal schließt, so sieht es dann bei den Verstorbenen auch aus, wenn der Mund zugenäht wurde. Es ist nämlich auf keinen Fall so, dass man, wie in einem Horrorfilm vielleicht, einfach Oberlippe mit der Unterlippe vernäht. Wie man sich es vielleicht auch vorstellt, wenn man es das erste Mal hört. Nee, das ist nicht so. Das wäre absoluter Quatsch und würde vor allem nicht für ein natürliches Aussehen sorgen. Die sogenannte Mundnaht, auf schlau auch Mandibula Septum Naht, ist eher eine kleine innere Naht, von der man eigentlich gar nichts mitbekommt. Also man erkennt von außen nicht, dass irgendwann mal irgendwas genäht wurde. Ganz sachlich und konkret bedeutet das, man sticht mit der Halbrundnadel von innen vor der Zunge ein und kommt dann hier unter dem Unterkiefer am Kinn wieder raus. Dann sticht man durch das gleiche Loch wieder ein, also wir sind hier rausgekommen, gehen durchs gleiche Loch wieder rein, stechen dieses Mal aber vor dem Kiefer, also direkt hier am Knochen entlang weiter und kommen dann direkt hier vor den Zähnen raus. Dadurch, dass man ins gleiche Loch einsticht, verschwindet übrigens auch der Faden, sodass man von außen nichts erkennen kann. Und an der Stelle erklärt sich übrigens auch der erste Fachbegriff der Naht, nämlich Mandibula, was eigentlich nur Latein ist und Unterkiefer bedeutet, weil wir haben ja gerade den Unterkiefer eingenäht. Anschließend sticht man ins linke Nasenloch und dann durch Septum, also durch die Nasenscheidewand, ins andere Nasenloch. Und dadurch hätten wir jetzt auch den zweiten Fachbegriff erklärt, nämlich Septum. Weil, wenn ihr euch zurückerinnert, Mandibula Septum Naht, Unterkiefer und Septum. Ne? Eigentlich gar nicht so schwer. Aus dem rechten Nasenloch sticht man dann wieder unter der Lippe durch, zurück in den Mund. Und dann hat man es eigentlich auch schon. Der Mund wird zugezogen, es kommt ein Knoten drauf, der restliche Faden verschwindet im Mund. Und das war's. Dann muss man oft noch die Lippen ein bisschen richten. Also man kann das dann alles so ein bisschen zurechtziehen oder zurechtrichten, damit es dann auch wirklich natürlich aussieht. Und ich packe dann oftmals noch ein bisschen Feuchtigkeitsspender drunter, also hier einmal so unter die Lippen. Auch so, dass man es von außen wieder nicht sieht, weil Lippen dann doch ein Bereich sind, die sehr, sehr schnell austrocknen. Ja, und dann sieht es auch schon natürlich aus. Den Faden, den sieht man ja wie gesagt nicht. Und wenn man dann diesen verschlossenen, natürlichen Mund sieht, dann merkt man auch, wie wichtig eigentlich so eine kleine Naht ist, weil der Unterschied halt schon sehr, sehr krass ist. Also wenn man das einmal irgendwie gesehen hat, einen Verstorbenen mit offenem Mund, aus dem es, wie gesagt, oftmals dann auch noch ein bisschen riecht, im Vergleich zu jemandem, der einen geschlossenen Mund hat, das ist schon ein sehr krasser Unterschied. Und die Naht ist halt auch einfach wirklich sinnvoll, auch wenn es sich vielleicht ein bisschen krass anhört. Zukleben ist übrigens keine Option, weil man sieht dann immer so ein paar Klebereste. Also das krustet dann da immer so hin und das sieht halt einfach auch überhaupt nicht natürlich aus. Wenn man als Bestatter das erste Mal so eine Nadel in der Hand hält und einen Mund dann wirklich verschließen muss, dann kostet das schon auch echt Überwindung. Immerhin sticht man da in einen Verstorbenen und vernäht da irgendwas. An der Stelle Grüße gehen raus an den lieben Uli. Der Uli ist ein Arbeitskollege von mir, der schaut auch ganz gern mal YouTube-Videos. Hat er mir zumindest gesagt. Uli, ich hoffe, du schaust das Video an. Weil der liebe Uli ist nämlich in Ohnmacht gefallen, als er das erste Mal gesehen hat, wie so ein Mund verschließt.
erschlossen wird. Nach einer Zeit hat er sich dann aber an diese Mundnaht gewöhnt und hat es dann auch ziemlich schnell ohne Probleme selbst gemacht. Man kann sich eben dran gewöhnen. Wie bei so vielen Dingen im Leben. Und damit war es das auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was Spannendes mitnehmen und das Video hat euch gefallen. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr von dem Thema haltet und ob der Beruf Bestatter vielleicht sogar was für euch wäre. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald bei einem neuen Video wieder. Bis dahin bleibt gesund und tschüss. Hoffentlich war da Sound dabei. 37 Minuten für den Arsch.